Hallo Leute! Oh, okay, es geht weiter. Ich habe einen Fehler gemacht, also ich bin kurz zu ihm gegangen, um zu gucken, was dann passiert, aber außerdem habe ich dann gespeichert. Tut mir leid, also der Kampf war nicht so spektakulär, also ich habe ihn sehr schnell besiegt, weil ich einen Muramasa habe. Und als ich besiegt habe, hat eine Uhr gesagt, ach, der war ein guter Kommandeur, aber jetzt ist er so tief gefallen. Und dann haben wir das hier bekommen. Breitschwert, Dick-Breitschwert Dancelift. Ja, das ist alles. Und jetzt müssen wir nochmal zu Waglis Festung, weil ich habe Faldo gefunden. Ja, ich habe Faldo gefunden. Und das ist jetzt sehr gut. Aber erst kurz davor aber noch speichern. Und so. Daten werden gespeichert. Und mein Leben ist sehr wenig. Wieso? Wieso eigentlich? Okay, das Monster haben wir schon getötet. Also diese Monsterplage haben wir schon getötet. Super. Und hier sind seine Soldaten. Zwei Stück nur. Und das Faldo. Das ist sein Königreich. Hahaha. Okay, da bin ich. Du bist es. Ich fühle mich, als ob ich einen langen Traum hatte. Währenddessen war Colafo in mir. Ein Teil meiner Seele fuhr in meinen Kater. Der andere Teil wurde von Colafo untergedrückt, während ich alles beobachtete. Ich wusste alles über Colafos Zorn und Trauerkeit. Traurigkeit. Ah, die Katze war ohne war Faldo. Ich bin kein Mensch mehr. Ich bin wie Colafo geworden. Ein Dämonfürst, ein Feind der Menschen. Okay. Rede mit mir. Warum bist du hergekommen? Sagst du etwas, dass du mir verzeihst? Hallo. Ah, jetzt redet er. Reden? Okay. Roxas, ich habe eine Bitte an dich. Ich habe Dinge getan, die ich nicht ungeschehen machen kann. Aber diesmal, um Frieden zwischen unseren beiden benachbarten Ländern herzustellen, muss ich den Friedensvertrag vollenden, den ich ursprünglich abschließen wollte. Aber selbst wenn ich nach Kalaila gehe, wird mich der König nicht empfangen. Hier kannst du mir helfen. Bring mich in eine Situation, in der ich mit dem König Zenobar reden kann. Da du der Heldenstamm Kalaila bist, bin ich mir sicher, dass du den König umstimmen kannst. Ja. Danke, Roxas. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Naja, viel Glück. Okay. Aber echt scheiße, dass ihr es nicht aufgenommen habt, den Kampf gegen Amorphis oder wie das heißt. Der war wirklich ein Witz. Wirklich ein Witz. Sonnenhügel hier. Und von die hier aus einfach runtergehen. Also jetzt müsst ihr mal Faldo helfen, diesen Friedensvertrag abzuschließen. Okay. Ich hab's ja gewusst, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich werde als richtigen Frieden herrschen sehen. Zwischen den beiden benachbarten Ländern. Dann kann ich sagen, dass das Spiel ist vollendet. Grana ihm, ne? Und wie viel? Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Ich habe den Sound wieder ein bisschen höher gestellt. Entschuldigung. Okay, es geht weiter. Und jetzt müsst ihr mit dem König reden. Wie es anscheinend. Okay. Wir müssen mit dem König reden. Königlein, komm her. Wir müssen mal ein bisschen reden hier. Und tief. Ist wieder okay und der Krieg ist vorbei. Ja, okay. Ihn muss ich auch noch befreien. Ich glaube, es gibt noch viele Sachen, die ich hier machen kann. Warte, Amorphis habe ich jetzt besiegt. Und was kommt dann? Weiß ich nicht. Okay, Königlein, komm her. Wir müssen ein bisschen reden hier. Okay, weiter, weiter, weiter. Und weiter, 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 weiter und weiter. Okay, reden. Was, du hast einen Brief von Prinz Faldo des Reichs gebracht? Der wird mich nicht nochmal reinlegen, wenn es das ist, was er denkt. Roxas, ich fürchte, dass er vielleicht auch dich hinter das Licht führt. Das letzte Mal hat Prinz Faldo einen Friedensvertrag gefälscht, um Kalaila anzugreifen, als sich die Stadt in Sicherheit wog. Geh zurück und sag ihm, dass Kalaila den Weisen nie vergeben wird. Ey, Mann. Ah, du rufst ja. Und? Ich verstehe, aber dieser Friedensvertrag war echt. Nach der Unterzeichnung wurde ich getötet und Colafo übernahm meinen Körper. Nach außen sah es sicher wie ein Trick aus, damit sich Kalaila in Sicherheit wog. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgebe. Ich werde Frieden mit Kalaila erreichen, koste es, was es wolle.
Roxas, ich muss dir für deine Hilfe diesmal danken. Erzähl dir etwas über dieses Schwert. Ich habe es von Kalafu erhalten. Dieses legendäre Schwert wurde im Weißen Reich von Generationen weitergereicht. Du könntest in der Lage sein, es zu benutzen. Okay, Weisengant. Wenn es nur wenigstens eine Person in der Herrscherfamilie von Kalaila gäbe, die keine Abneigung gegen das Reich hegt. Ah, das war eine Anspielung auf Dorothea. 200? Ich glaube, das Schwert werde ich machen. Ein Kupfer, ja, das werde ich später machen. Also ich muss jetzt wieder Schloss Franel. Yep. Oh, fick dich. Mann. Meine MB sind so wenig. Okay, das hilft nicht. Okay. Fick dich mit deinen Kanonen. Ach, wir sehen uns im Schloss. Okay, es geht weiter. Und ja, jetzt werden wir ein bisschen mit dem König reden. Nein, mit Dorothea. Lass mich durch, Säule. Dankeschön. Dorothea, rede mit uns. Du hast so hart daran gearbeitet, den Frieden wiederherzustellen. Prinz Waldo, ich muss ihn sehen. Roxas, würdest du mich zum Prinz Waldo bringen? Ja. Okay, lauf weg. Bestimmt kommt jetzt der König oder so. Nein, die Sophie kommt. Gnädige Frau, wo geht ihr denn hin? Zu Prinz Waldo? Oh, jetzt geht sie petzen, alte Petze. Prinz Waldo! Du bist die Prinzessin von Kalaila. Ich weiß, dass du dich sehr für einen Frieden zwischen uns eingesetzt hast. Ja, aber es scheint nicht besonders gut zu klappen. Bitte, lass mich daran arbeiten. Ich schwöre, dass ich meinen Vater davon überzeugen werde, zuzustimmen. Es muss einen Grund dafür geben, dass du unser Königreich angegriffen hast. Du hast recht, es mag sich wie eine Ausrede hören. Aber bitte hör mir zu, das habe ich noch niemandem erzählt. Was? Meine kleine Dorothea ist zu diesem Mistkerl von Waldo gegangen? Ja, erst gerade. Was hat sie dabei gedacht? Ich gehe sofort dorthin. Jetzt kommt der König dazu. Kann das wirklich sein? Auch wenn du es nicht glauben magst, aber es ist die Wahrheit. Ich wollte nie Krieg gegen das Königreich von Kalaila führen. Das ist umso mehr ein Grund, es meinem Vater zu erzählen. Aber ich möchte das nicht als Ausrede verwenden. Die Verbrechen, die ich begangen habe, gehen dennoch in die Geschichte ein. Daran kann ich nichts ändern. Deshalb möchte ich mit meinen eigenen Händen für Frieden sorgen. Prinz Waldo, gib mir meine Tochter zurück. Vater? Vaterlein, wie geht's dir? Vater, bitte warte. Mir ist nichts passiert. Du musst uns zuhören. Ich bin hier, um meine Tochter zurückzuholen. Warte, hör zu. Wir gehen jetzt nach Hause. Geh alleine. Eure Hoheit, bitte wartet. Bitte verzeiht meine Unhöflichkeit. Nein, ich war die Erste. Ich möchte mich wirklich den Frieden zwischen unseren Königreichen. Ich meine es ernst. Ich möchte nur, dass ihr mir glaubt. Weißt du, Vater, Prinz Waldo war von einem Dämonenfürst besessen und... Sei still, Dorothea! Ich verstehe die Gefühle des Prinzen, aber ich kann ihnen nicht vertrauen. Ich möchte nichts mehr, als zu wissen, ob ich dir wirklich vertrauen kann. Bis dann schlage ich eine Waffenruhe vor. Vater, Prinz Waldo sei hiermit gestattet, sich frei durch unser Königreich zu bewegen. Wir wollen einmal sehen, ob du diesmal dein Versprechen halten kannst. Yeah! Waffenruhe! Danke, Lord Zenobat. Das ist alles dir zu verdanken. Wir haben einen riesigen Fortschritt gemacht. Nein, nicht mir ist es zu verdanken. Es war deine Aufrichtigkeit, Prinz Waldo, die meinen Vater überzeugt hat. Danke, Prinzessin Dorothea. Ich werde weiterhin hart arbeiten, damit dein Volk mich akzeptiert. Und auch dir sei Dank, Roxas. Yeah, wir können ihn befreien. Oh. Charaktere. Helden. So. Und so. Warte, wann kommt Prinz Waldo? Ich glaube, er kommt gleich auch. Ah, da ist der. Gold, Silber, Kupfer. Ach du Scheiße. Okay, das werde ich mal ganz schnell machen. Bis gleich. Okay, ich hab's geschafft.
Der Prinz ist jetzt ein wiederhergestellter Prinz. Ja. Okay, jetzt können wir noch was machen. Aber kurz davor speichern wir das mal. Speichern. Daten wurden gespeichert. Okay, jetzt haben wir den Prinzen auch geheilt. Jetzt gibt es eigentlich nur noch Heath. Dann haben wir alles gemacht. Denke ich jetzt mal. Hoffe mal. Wenn nicht, schreibt es in den Comments. Okay, den werde ich jetzt mal gucken, was er mag. Gerade Schwerter, Schilde, Hüte, Helme, Brustplatten. Okay. Zeigen. Waffen. Schwert. Oh nein. Warte, wo konnte ich wieder MB aufbauen? Wir sehen uns gleich wieder. Okay Leute, ich habe was rausgefunden. Raufklicken, danke. Also hier ist etwas, wenn man das macht. Guckt euch das mal an. Ah, scheiß Mücke, scheiße. Guckt euch, was passiert jetzt. Ich wollte hier eigentlich ein B aufbauen, aber dann kam das hier. Du hast nahezu alle, die Böses anrichten, besiegt. Gute Arbeit, Roxas. Das Band zwischen uns hat sich verstärkt. Unsere Zusammenarbeit bedeutet mir viel. Mir auch. Dankeschön. Muss ich das mit jedem Geist jetzt machen? Hm, was ist das für ein Ort? Verstehe, hier hat also deine abenteuerliche Reise begonnen, richtig? Was ist das? Ich spüre eine große Macht. Okay, Roxas, sieh dir das mal an. Ah, das ist der Stein. Lass uns das überprüfen. Was zum Henker ist das? Hä? Welche große Macht diese Macht ist? Diese Ketten von meinen Augen. Roxas, ich kann wieder sehen. Ich kann dich sehen. Und ich kann die Welt sehen. Es ist so hell hier und so wunderschön. Teile unserer Geisterkörper waren mit Ketten gebunden. Diese Ketten wurden erschaffen, um unsere Mächte zu fesseln. Was bedeutet, dass wir mit ihnen unsere wahre Macht nicht einsetzen konnten. Nur eines konnte diese Ketten lösen. Verstehst du das, Roxas? Teilweise. Das Band, das man Vertrauen nennt. Das verstehst du doch, oder? Jetzt gibt es ein starkes Band zwischen uns, Roxas. Als du das Band des Vertrauens anerkannt hast, hat das meine Ketten gelöst? Das war, danke ich alles dir, Roxas. Dafür danke ich dir. Hehe, du hast recht. Es braucht immer zwei, um Vertrauen aufzubauen. Das ist so wunderbar, Roxas. Glaub mir an dich. Ich glaub immer an dich selbst. Fettes Grinsen. Okay. Dankeschön. Und. Wieso ist der Sound so leise? Egal. Er sieht ein bisschen ekelhaft aus, aber was soll man machen? Ja. Brauchst du etwas? Nee. Ich mache mal das gleiche mit ihr auch mal. Vielleicht funktioniert es ja. Auch. Hoffe mal. Nee. Wer ist da? Was ist das für eine Stimme? Mieli. Oh, scheiße. Verdammt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Richtigen Knopf drücken.